Wie stehen wiedergeborene Christen zur Bundestagswahl? Ist es wichtig und richtig, als Christ zu wählen? Was ist die biblische Perspektive? Erstens, Jesus Christus und die Apostel und alle anderen Personen der Bibel haben nie äußerliche, irdische, politische Strukturen versucht zu verändern oder zu gestalten, sondern immer das Innere des Menschen, das Herz des Menschen verändert durch das Wort Gottes, durch das Evangelium. Jesus Christus hat sich nicht gekümmert um das Sklaventum oder zum Beispiel versucht, die römische Besatzungsmacht zu beseitigen. Zweitens, dementsprechend ist das Arbeitsfeld der wiedergeborenen Christen immer das Reich Gottes. Das schließt ein die Gemeinde Gottes, also der Leib Christi, die Ekklesia, und die Verbreitung des Evangeliums, der guten Botschaft. Und beides immer auch zusammen mit sogenannte gute Werke. Das sind äußerliche Werke am Mensch, um die Not, die äußerliche Not am Mensch zu lindern, aber zu einem politischen Engagement werden die Christen nie aufgerufen. Drittens, jede Regierung, jede, wird von Gott eingesetzt. Gott setzt auch antibiblische und antigöttliche Regierungen ein, um zum Beispiel ein Staat oder ein Land oder ein Volk zu richten. Das ist ein durchgängig biblisches Prinzip. Du kannst nicht wissen, welche Regierung Gott für Deutschland einsetzen will. Viertens, jedes Wahlprogramm einer jeder Partei hat auch einen antibiblischen, einen antigöttlichen Anteil, den du mitwählst. Das heißt, das Prinzip des geringsten Übels funktioniert nicht, denn du wählst auch aktiv einen antibiblischen, einen antigöttlichen Anteil mit, das wir als wiedergeborene Christen nicht verantworten können. Fazit, wiedergeborene Christen haben ihre Heimat im Himmel und sollten sich daraufhin auf himmlische Dinge fokussieren. Wiedergeborene Christen werden aufgerufen, Licht und Salz zu sein in einer Welt, die dem Gericht Gottes entgegengeht und jetzt schon dem Gericht Gottes unterstellt ist. Licht und Salz schließt nicht politisches Engagement ein, sondern heißt, die göttlichen und christlichen Prinzipien zu leben, das Evangelium den Menschen zu bringen und in der Gemeinde Gottes, im Reich Gottes mitzuarbeiten, dass alle wiedergeborenen Christen Jesus Christus ähnlicher wird. Das ist die Verantwortung der wiedergeborenen Christen.